und herzlich willkommen zu meinem Freitagsvideo. Ja, heute ist Freitag und ja, Freitag ist der letzte Tag der Woche und nee, ist der Sonntag. Okay. Ja, es ist Freitag und wir kommen zum zweiten Video meiner Adoptionsthemenwoche. Ja, heute möchte ich euch mal so ein bisschen rundherum was noch so erzählen, so ein paar Sachen, die mir noch gerade eingefallen sind und die ich im ersten Video vergessen habe. Ja. Ich fange einfach mal mit dem ersten an, nämlich ich habe mich ja immer gefragt, was stimmt nicht mit mir? Und auf die Frage gibt es keine Antwort oder es gibt auch Milliarden Antworten, aber an sich ist es so, dass ich am Ende des Tages nie die Antwort finden werde, die ich suche, weil ich nun mal die einzige Person, die das mir beantworten könnte, nicht fragen kann. Und ja, da ist natürlich dann die Sache, warum kann ich sie nicht fragen? Und zwar, weil ich nicht wirklich Lust habe, Kontakt zu meiner biologischen Mutter aufzunehmen. Weil ich irgendwie immer, ja, als ich jünger war, hatte ich immer Angst, dass sie tot ist. Was die Antwort dann ist, ich kriege keine Antworten mehr. Dann, je älter ich geworden bin, je mehr habe ich mir gedacht, naja, aber was wäre das dann alles noch mit verbunden? Ich meine, wenn ich sie dann sehen würde, wie sie da im Elend lebt und wie sie mehr oder weniger um ihre Existenz, am Existenzminimum lebt, würde ich damit leben können, das zu wissen und dann trotzdem noch ein, naja, relativ glückliches Leben leben können? Oder ist es besser, einfach nichts zu wissen? Weil manchmal ist nichts zu wissen auch so eine Sache, die kann ganz gut sein, weil je mehr man weiß, je schwerer werden manche Dinge. Ein anderes Ding, das mir noch so eingefallen ist, ist so die Tatsache, dass ich, als ich jünger war, auch noch ein bisschen älter, also so bis ungefähr 19, 20, war ich manchmal total neidisch auf jede meiner Freundinnen oder Bekannten, die die Chance hatten, ihre Eltern zu fragen. So Fragen, die einem einfach im Kopf rumschwirren, die man gerne beantwortet haben will. Sowas wie, von wem habe ich meine Nase? Von wem habe ich meine Augenfarbe? Von wem habe ich meine Haare? Von wem habe ich meine Ohren? Oder, gut, das sind Fragen, die wahrscheinlich viele sich gar nicht stellen, aber die ich mir immer gestellt habe. Oder solche Sachen wie, ja, für mich war immer eher so die Familiengeschichte eine Frage. Also zum Beispiel, ich habe ja einen unglaublichen Kinderwunsch. Ich möchte ja unbedingt irgendwann leibliche Kinder haben. Und ja, ich habe mir auch irgendwie so mal überlegt, dass es so mit 27 vielleicht der richtige Zeitpunkt wäre. So 26, 27 um den Dreh rum. Und ja, aber auf jeden Fall war es dann so für mich, dass ich dann immer mir die Frage gestellt habe, ja, ich habe dann, hätte gern biologische Kinder, aber was habe ich so für Erbkrankheiten in der Familie? Sowas wie, haben wir Rheuma in der Familie oder ALS meinetwegen? Oder mal abgesehen vom Asperger, der ja auch viele sagen, es ist eine Erbgeschichte. Gibt es da noch andere Sachen, die da irgendwo in meinen Genen rumschlummern und ich nicht weiß, ob ich die meinem Kind mitgeben würde? Oder ja, solche Sachen wie zum Beispiel, wenn ich zu einem Arzt, immer diese Angst, wenn ich mal zu einem Arzt gehen würde, der mir die Frage stellt, ja, wie sieht denn die Familiengeschichte aus? Da müsste ich dann sagen, ich weiß es nicht. Und da habe ich dann halt schon oft mich gefragt, ja, wie sieht denn meine Familiengeschichte diesbezüglich aus? Aber ich denke, dass meine Mutter, wenn ich sie treffen würde, mir da auch keine Antworten geben könnte, weil, naja, Gesundheitssystem ist da drüben jetzt nicht so doll, ne? Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, ein Punkt, wo ich mir immer als Kind schön geredet habe, der aber, als ich älter wurde, ist mir klar geworden, es ist, wie es ist, ist die Tatsache, ich habe immer gesagt, wer weiß, vielleicht wäre ich da drüben auch 18 geworden. Und ich muss ehrlich zugeben, seitdem ich denken kann, war mein allergrößtes Ziel, 18 zu werden. Das war so 18 Jahre überleben, das war so mein höchstes Ziel, das ich damals hatte. So dieses, alles was da danach kommt, war so in meinem Kopf noch die Kühe, aber zumindest volljährig werden, dieses Schaffen zu überleben bis zu diesem Punkt. Das war irgendwie so immer dieser Gedanke, ich kann mich gar nicht mehr zurückerinnern, seit wann ich den habe, weil ich den wahrscheinlich schon immer hatte.
Ja, und dann, als ich dann älter geworden bin, habe ich sehr oft auch, also ich glaube so 10, 9, 10 oder so um den Dreh, als ich dann endlich verstanden habe, dass Menschen Kinder zur Welt bekommen und nicht, dass die Kinder irgendwo vom Himmel runterplumpsen. Da hat sich irgendwie bei mir in meinem Leben etwas sehr Gravierendes verändert, nämlich ich hatte damals, ja, man könnte sagen, ich hatte da noch nichts, was wofür es für mich damals sich gelohnt hat, ein Leben zu leben, das ich auch lebe und nicht nur überlebe. Auch wenn sich das jetzt voll philosophisch anhört, ist es nicht. Und deswegen habe ich eigentlich mein ganzes Leben darauf ausgerichtet, wenn ich irgendwann mal Kinder habe. Und durch diese ganze Geschichte habe ich mir selbst damals einen unglaublichen Druck auch gemacht und dieses einen unglaublichen Stress mich ausgesetzt. Und ich habe auch unfassbar viele Gedanken angefangen zu denken, die ich wahrscheinlich, wenn ich das nicht gemacht hätte, niemals angefangen hätte zu denken. Wow, schon wieder so ein schwieriger Satz, aber okay. Ja. Ich habe auch oft überlegt, was ist jetzt eigentlich, wenn? Was, wenn meine Kinder dann mich mal fragen, wo kommst du eigentlich her und wer sind unsere Großeltern? Und ja, ich würde jetzt sagen, die beiden da, aber, aber ich weiß nicht, ob es denen als Antwort so reicht. Weil ich muss zugeben, an manchen Tagen reicht mir diese Antwort nicht. Also ich habe tolle Eltern und ich bin auch wirklich happy mit den beiden. Ich meine, was? Warum lachst du da? Ist so. Ich meine, gut, du bist manchmal eine bösartige Hexe und Vater ist ein fieser Mann, aber ich bin eigentlich zufrieden mit euch. Ja, ich würde euch gegen niemanden eintauschen. Ja, prima. Ja. Ja. Ich hätte eh keine Wahl mehr. Das ist das Ding, wo ich immer so schön finde. Ob Adoption oder leibliche Eltern. Am Ende des Tages hat man doch keine Wahl, weil es sind die Eltern und die haben dich großgezogen. Und ja. Und im Idealfall lieben sie dich. Oh Schön, dass du mir zustimmst und nicht nur die Fingernägel knippst. Ja. Ja, was aber etwas ist, was mir immer sehr viel Halt gegeben hat, weil ihr könnt mir glauben, ich hatte oft Phasen, wo ich einfach nur im Bett gelegen bin und mich gefragt und total die Identitätskrisen bekommen habe, weil wie willst du eine Identität aufbauen, wenn du nicht weißt, wo deine Wurzeln sind und wo du herkommst? Da ist es ein bisschen schwer, sich manchmal zu fragen, wer bin eigentlich ich, wenn du nicht weißt, von woher kommt man. Manchmal habe ich das noch heute, ich gebe es zu, das ist nicht so, dass ich das jetzt sagen kann, das ist jetzt 20 Jahre her und das ist vorbei. Aber ich kann sagen, es wird immer seltener. Ja, was wollte ich noch sagen? Also ich bin eher für eine Inlandsadoption als für Auslandsadoptionen, weil ich bin der Ansicht, wenn man im Inland adoptiert, gut, den Kindern kann auch doofes Zeug passieren, aber dann sind es irgendwie doofe Sachen, die man sich vorstellen kann. Und wenn man im Ausland adoptiert, dann ist das, können den Kindern richtig dumme Scheiße passieren. Und dann ist es oft so, dass man dann die Kinder mehr oder weniger, es ist ein Leben mit einem Messer im Munde. Naja, aber du brauchst wirklich so Heizzähne, weil du wirklich dich durch alles durchbeißen musst. Du musst immer tausendmal klären, warum das Kind im Dunkeln Angst hat, warum es nicht mag, warum es nicht mitgehen kann zu einem Ausflug oder warum es das und das nicht mag. Und du kannst nicht einfach sagen, ja, es ist einfach ein bisschen schwieriger, aber das wollte ich sagen. Das Ding, was meine Eltern gemacht haben, was ich auch super finde, wenn ich so heute drüber nachdenke, wo ich ihnen aber auch noch nie Fragen dazu gestellt habe, aber sollte ich vielleicht mal, ist, meine Eltern haben mich nicht nur adoptiert und haben sich die schönen Seiten des Landes angeschaut, wo ich herkomme, sondern sie sind auch wirklich so an die nicht so schönen Stellen gegangen und haben auch dort geguckt, wie es so ist, wie wirklich das Leben von den Leuten ist und nicht nur dieses, was erzählt uns der Reiseführer, der uns gerade am schönsten Strand vorbeiführt, wo wir gerade Eis essen können, sondern meine Eltern sind wirklich dorthin gegangen, wo die Leute sich tagtäglich wortwörtlich, ja, abknallen und umbringen.
Das kann man nicht anders sagen. Das ist nun mal so ein Teil meines Lebens. Ich war eine lange Zeit ein Straßenkind. Das ist halt so und ja. Ja, und was wollte ich noch erzählen? Es ist auch so, dass es sehr wichtig ist, wie die Familie drumherum es also einen auffängt. Also ich kann sagen, ich bin in einer Familie groß geworden, wo ich auf der einen Seite eine unglaubliche Offenheit habe, wo viele mit mir sehr viel und sehr offen geredet haben, deswegen es für mich auch etwas ist, wo ich sagen kann, über Adoption zu reden, ist nicht unbedingt so, ich habe jetzt nicht unbedingt gerade Lust, wenn mich gerade einer auf der Straße kennenlernt, der mich dann fragt, na und wie war's? Adoptiert oder was? Aber wenn ich einfach von mir aus sagen kann, dann ist es so, dass ich es auch wortwörtlich jedem sage, weil es nichts ist, wo ich irgendwie denke, es ist irgendwas, wo man nicht erzählen sollte oder wo man drüber schweigen muss. Es ist einfach für mich so eine Normalität. Es ist mein Leben. Aber was ich oft erlebe, ist, dass wenn ich das so ausspreche, so dieses, ich bin adoptiert, dass dann erstmal so ein Schweigen mir entgegenkommt. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein bewunderndes Schweigen ist, nach dem Motto, wow, dass sie das ausspricht, oder ob es so ein betroffenes Schweigen ist, wegen was auch immer. Aber ich habe oft dann dieses. Und es ist auch manche entschuldigen sich dann. Also jemand hat sich auch schon mal bei meiner Mutter entschuldigt, dass er das so angesprochen hat, wo ich mir dann gedacht habe, da muss man sich doch nicht entschuldigen. Das ist normal. Und ich glaube nicht, dass ich das erste Adoptivkind bin der Weltgeschichte. Ja. Was auch noch so eine Sache ist, wo vielleicht, wo ich nicht weiß, ob das viele können, aber wo meine Mama und ich oft gemacht haben, war, wir haben immer gerne Witze gemacht, wenn wir so arg angestarrt worden sind, ne? Ja, es gab ja so, ich war ja wirklich dunkel, als ich kleiner war, und dann war da meine Mutter, die echt blass war neben mir und hatte mich an der Hand, und das war schon ein krasser Kontrast. Und ja. Und dann haben wir manchmal solche Witze gemacht, wie ich bin die schönste Urlaubserinnerung meiner Mutter. Und denken dann sind teilweise die Leute knallrot angelaufen. Also ich möchte an diesem Punkt sagen, es waren nicht unsere Gedanken, die die da zum Anlaufen gebracht haben. Weil ich meine, es war so, meine Eltern haben damals noch 6 Wochen Urlaub gemacht, nicht? Nein, das war kein Urlaub, das war ein Behördekampf. Okay, es war ein Behördenkampf. Aber ihr wart am Strand. Einen halben Tag, ja. Zählt als Urlaub. Wenn man einmal am Strand war, zählt es als Urlaub. Ja, und auf jeden Fall waren sie beim Behördenkampf. Aber ja, sie haben mich dann nach 6 Wochen durften sie mich mitnehmen, ne? Acht waren es. 8 Wochen. 8, 6. Sorry, ist doch nah beieinander. Merkt keiner. Ja. Und ja, wir haben auf jeden Fall immer ganz gerne diese Witze. Wir machen immer ganz gerne diese Witze, wenn wir so. Es gibt ja schon so Leute, die starren dich dann richtig so an, nach dem Motto, Alien, du bist ein Alien. Und du denkst dir dann so, ja, ich stehe hier. Und dann haben wir eben hin und wieder mal so ganz blöde Witze gerissen. Und ja. Mein Vater, der war da irgendwie immer, der hat es irgendwie, ich weiß nicht, ob er es mitbekommen hat oder ob er da einfach wirklich drüber gestanden ist, aber auf jeden Fall konnte der da richtig, ja, der hat es irgendwie nie so thematisiert, fand ich. Der hat es irgendwie so, er hat sich seinen Teil wahrscheinlich gedacht und das war's dann. Ja. Ja, was gibt's noch? Wie ich sprechen gelernt habe, habe ich glaube schon mal erzählt, dass mein erstes Wort ein Licht war. Ich konnte tatsächlich auch Portugiesisch. Wahrscheinlich, wenn ich jetzt einen Kurs machen würde, würde ich es recht schnell wieder lernen, aber wozu brauche ich es also? Muss ich es nicht lernen? Ja. Und dann noch eine Sache, die ich immer so als ganz lustigen Punkt meines Lebens betrachte, ist, ich selbst hab ja jetzt schon, glaube ich, 6 Hasen adoptiert und habe die aufgenommen. Und ja, bin selbst Adoptivkind, aber hab so 6 kleine Karnickeln eine Chance gegeben. Und ich verstehe auch, wo man diesen Wunsch her hat. Und ja, es ist Bist du ein Karnickel?
Naja, wenn man Nudeln essen als Karnickelnfutter betrachtet, dann könntest du mich. Mama, der vielleicht hinkt vielleicht, aber nur ein bisschen. Außerdem wollte ich gerade einen wunderschönen Endsatz formen. Super. Ich wollte es jetzt rund abrunden, die ganze Sache. Okay, also noch ein Versuch, meinen Endsatz zu sagen. Und ich kann dadurch, dass ich diese Kaninchen adoptiert habe, verstehen, wieso man einem anderen Menschen eine Chance gibt. Und eine Adoption ist immer eine Chance auf was Neues und auf ein Leben mit einem neuen Menschen. Und eben auch irgendwie eine Chance, eine neue Familie zu werden. Und ja, es ist immer egal, wie man es dreht und wendet, eine Erweiterung der bisherigen Familie. Und? Hört sich philosophisch Na, an. siehst du. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr dazu denkt. Oder eine E-Mail an die bell.readme@outlook.com oder eben auf Twitter oder Facebook. Ich wünsche euch jetzt noch ein wunderschönes Wochenende. Ja, wir sehen uns dann wieder am nächsten Mittwoch zu leichterer Kost, hoffe ich. Bis dahin, ciao.